Herzlich willkommen im Markenrebell Podcast bei mir heute und ich freue mich sehr, Hendrik Kohake. Hallo Hendrik. Hi Norman, ich freue mich total. Schön, dass wir es geschafft haben. Nach ein paar technischen Anläufen oder Herausforderungen heute. Du bist Börsenprofi und Gründer der Familienbörse. Ich würde dich bitten, stell dich doch nochmal selbst kurz vor. Wer bist du vor allem so als Privatperson und was genau machst du mit der Familienbörse beruflich? Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Ja, Norman, das mache ich sehr gerne. Und zwar, ja, mein Name ist Hendrik Kohake. Ich bin 39, werde dieses Jahr 40 Jahre. Hey, das war ja mehr. Game Changer irgendwie, keine Ahnung. fragt sich jemand, in welche Richtung. Aber gut, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von 3 Jahren und 13 Monate. Spannendes Alter. Ja. Total unterschiedlich, auch sehr spannend. Und meine Frau ist 34 Jahre alt. Und wie habe ich angefangen? Ich habe früher eine Ausbildung gemacht zum Werkzeugmacher. Also Werkzeugmacher, tatsächlich diese großen Werkzeuge, womit man Kunststoffteile herstellt. Im Grunde alle Bauteile, die man so im Auto findet oder eben auch Handyhüllen, was auch immer. Das habe ich dann nicht sehr lange gemacht. Nach der Ausbildung habe ich mich weitergebildet zum Kunststofftechniker und bin dann beim großen Chemiekonzern aus Deutschland oder aus Ludwigshafen angefangen und dort als Vertriebsingenieur eingestiegen. Und da habe ich dann irgendwann, das war 2009, die erste Mitarbeiteraktie kaufen können von meinem Bonus. Und das war total spannend, weil ich wusste, was eine Aktie ist. ETFs gab es wenige. Ich glaube, damals war das Thema ETFs noch gar nicht so präsent. Und habe dann einfach gesagt, okay, probier es einfach mal. Ne? Machst du mal so die Hälfte des Bonus in Aktien, weil ich habe mich auch nicht getraut. Ich wusste nicht, was es ist und was damit passiert. Und alle haben gesagt, Aktien, schwieriges Thema. Okay, habe ich gemacht und nach 2009, ich wusste ja nicht, dass es ein guter Zeitpunkt ist, war ja ein super Zeitpunkt nach der Krise damals, ging das natürlich nach oben und ich habe mich total gefreut, dass der Bonus irgendwie größer wird und war super spannend und habe irgendwie jedes Buch verschlungen, was man an der Börse lesen konnte oder zum Thema Aktien lesen konnte. Und dann habe ich mich immer weitergebildet, habe ein Depot aufgebaut, habe alles ausprobiert, habe jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Natürlich am Anfang nur deutsche Aktien gekauft, also total, typisch eigentlich. Man kauft immer Aktien da, wo man beheimatet ist, ist auf jeden Fall oft so. Ist aber nicht so klug. Gut, das habe ich dann auch lernen dürfen. Und 2017 habe ich mich dann wirklich professionell ausbilden lassen, weil mir das Thema so viel Spaß gemacht hat. Ich gesagt, komm her, ich mache jetzt wirklich, also ich habe sehr viel Geld, ich habe bestimmt, sag mal, 50.000, 60.000 Euro ausgegeben für Ausbildung, nicht nur im Bereich der Börse, im Bereich Mindset, Unternehmertum und so weiter. Habe viel, viel lernen dürfen von Menschen, die Jahrzehnte an der Börse tätig sind. Und das hat natürlich, das war dann wirklich ein Game Changer. Also das hat dann wirklich nochmal was gebracht. Und es hat sich gelohnt, das zu investieren. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir hatten nie vor, ein Unternehmen zu gründen, aber es kamen mal Anfragen rein aus dem Umfeld. Was muss ich tun? Weil irgendwie reicht die Rente nicht und irgendwie muss man sich ja doch vorbereiten auf die Rente. Was kann man da machen? Und Aktien sind aber so gefährlich und so weiter und so fort. Naja, dann haben wir halt festgestellt, dass das Thema irgendwie in Deutschland größer ist als gedacht. Und haben dann gesagt, 2020, wir haben jetzt so viel Wissen, lass uns das Wissen doch einfach weitergeben für Familien, für Menschen, die sich im Bereich des Vermögensaufbaus kümmern wollen. Und da geht es eben auch um das Thema, was mache ich eigentlich für die Kinder? Ja, für die Kinder, wie kann ich dort sinnvollerweise
ein Vermögen oder, ja, wie soll man sagen, das Geld sinnvoll anlegen, würde ich es mal nennen. Ja, also ich habe richtig verstanden, ihr macht das zusammen als Paar, ja, also du und deine Frau. Genau. Bringt das dann anderen Menschen bei, dass die Börse nicht gefährlich ist? Ja, also das ist, ich sage immer, das ist wie Autofahren. Autofahren ist total gefährlich, wenn man keinen Führerschein hat. Ja, das wenn man aber einen Führerschein hat und den muss man in Deutschland machen, dann ist Autofahren oder sagen wir mal so, dann reduziert das die Unfallwahrscheinlichkeit dramatisch. Und das Gleiche ist bei der Börse auch. Wenn ich mich ohne Führerschein an die Börse bewege, eine Aktie kaufe, dann mache ich das meistens aufs Bauchgefühl und das, oder ich meine auch einen Bitcoin kaufe, also im Bereich der Kryptos, dann erhöht das die wahrscheinlich die Unfallgefahr dramatisch. Also ohne Bildung, ohne Führerschein ist das an der Börse sehr, sehr schwer. Nur es ist in Deutschland eben keine Pflicht. Ne? Beim Autofahren schon, an der Börse eben nicht. Und deswegen ist Börse am Ende mit Wissen nicht gefährlich. Börse ist mit Wissen nicht gefährlich. Das könnte auch eine schöne Headline für diese Podcast-Folge sein. Ja. Seid ihr nur investiert an der Börse oder eben, wie du gerade auch angedeutet hast, auch in Kryptos? Wir sind, es kommt immer darauf an. Ne? Es gibt gute Zeiten an der Börse und es gibt weniger gute Zeiten an der Börse. Und wir durften natürlich im Laufe der Zeit auch lernen, wie profitiert man von fallenden Kursen. Mhm. Also wenn der Markt runtergeht, wie schütze ich mich vor fallenden Kursen? Ja, wie spanne ich mein Sicherungsnetz darunter, sodass mir eben nichts passiert? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das haben die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen sind, wenn sie an der Börse sind, im Bereich des Buy and Holds unterwegs, also Kauf und Halten. Mhm. Und da möchte ich immer gerne, gebe ich immer so gerne als Beispiel Telekom, Deutsche Telekom oder im Crash 2000 oder Wirecard 2000, wann war das? 2019, glaube ich, oder 2020, als Wirecard pleite gegangen ist. Also bei Einzelaktien funktioniert Buy and Hold einfach nicht. Es funktioniert nicht, weil es so viele Beispiele gibt. Und Krypto ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Der Bitcoin ist von 65.000 oder irgendwie sowas in der Art jetzt auf 20.000, 21.000 runter. Da haben viele Menschen viel Geld verloren, weil sie nicht erkennen, wo steige ich aus? Wo ist es sinnvoll rauszukommen? Und das ist relativ einfach, das zu erkennen. Und oder wo steige ich auch wieder ein? Und deswegen, um die Frage zu beantworten, natürlich sind wir auch im Bereich der Rohstoffe oder eben auch im Kryptobereich unterwegs, aber gerade nicht jetzt, wo es nicht läuft, sondern wenn uns der Markt wieder zeigt, dass wir in so etwas investieren sollten, dann sind wir wieder dabei. Hm. Jetzt kennen ja wahrscheinlich viele, die jetzt hier zuhören, diese wilden Graphen, ja, die dann mit diversen Linien ausgestattet auch Podcasts oder YouTube-Videos füllen, indem man versucht, den nächsten Aufschwung oder die nächste Talsohle zu erkennen. Für Außenstehende klingt das immer wahnsinnig wichtig und wissenschaftlich und auch die Argumentationen sind immer sehr beeindruckend. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, mal so unter uns. Wie kann man Märkte oder Entwicklungen voraussehen? Durch sogenannte Indikatoren. Ja, und das hört sich auch sehr kompliziert an, aber ein Indikator, es gibt da auch hunderte, wir arbeiten damit zwei bis drei Indikatoren, die sehr gut funktionieren und es geht an der Börse ja immer um Wahrscheinlichkeiten. Na, und klar, es gibt unterschiedliche Strategien, eine Langfriststrategie, auch da sollte man immer mal auf die Aktie gucken. Ich habe jetzt noch einen schönen Beitrag dazu bei LinkedIn gemacht, wenn man 1896 investiert hätte in die Dow Jones. Der Dow Jones ist ja ein Index aus Amerika mit 30 großen Unternehmen und der älteste Index der Welt, dann hätte man heute kein einziges Unternehmen oder ein Unternehmen, glaube ich, aus dem Dow Jones, was noch überlebt hätte. Alle anderen sind verkauft oder pleite gegangen. Mhm. Ja. Deswegen, man sollte schon immer mal wieder auf die Aktien draufschauen. Auch bei einer Langfriststrategie funktioniert das Geschäftsmodell noch. Oder wie du schon sagst, anhand des Chartbilds. Und das ist wenig kompliziert, denn die Erfahrung ist immer, also wenn man bei uns im kostenfreien Workshop drin ist, dann geht es eine halbe Stunde darum, wie erkenne ich am Chartverlauf, ob es ein guter Zeitpunkt oder ein schlechter Zeitpunkt ist, diese Aktie zu kaufen, sag ich mal. Nach dem Workshop, und das hatte ich gerade letzte Woche, fragt mich das war eine junge Mutter, die ist jetzt eingestiegen bei mir im Workshop, im Training, die hat gefragt, wann können wir anfangen?
Das war nach 30 Minuten, dann können wir anfangen. Das heißt, es ist also echt nicht kompliziert und man braucht nicht Mathe können oder sonst irgendwas können. Es ist wahrscheinlich in 10 Minuten erklärbar, worauf man achten muss. Und wenn man diese Strategie, ist eine sehr einfache Strategie, man kann es alles optimieren, aber das braucht man nicht. Wenn man diese einfache Strategie kontinuierlich immer und immer und immer wieder umsetzt, dann wird man erfolgreich werden. Aber das sagt einem wenig, sagt einem keiner. Nee, eben, genau. Also es ist immer kompliziert. Es ist immer so, dass wahrscheinlich viele sagen, oh nee, danke, wie viele Wochen muss ich mich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen? Ja. Aber offenbar, und da können wir gleich mal ein bisschen Werbung für euch machen, habt ihr mit der Strategie und einem Workshop, später auch Training, eine Möglichkeit gefunden, das zu dekodieren für uns Normalsterbliche, ja, die jetzt nicht die ganzen Bücher und oder dein Investment gemacht haben in Ausbildung. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme in deinen Workshop und dann kriege ich das erklärt oder kann mal erfahren aus erster Hand, wie das Ganze funktioniert? Genau, also das ist jetzt im Workshop ist es so, ich gehe live rein. Die Börse hat dann immer offen zu der Zeit und ich gehe live rein und zeige den Menschen, wie einfach es ist, an der Börse zu handeln. Ich kaufe eine Aktie, ich verkaufe eine Aktie. Und wenn dann jemand im Workshop mir auch noch einen Aktientipp gibt, dann gehe ich direkt da rein, schaue mir das an und erkläre, warum es jetzt gerade eine gute oder auch keine gute Idee ist, in die Aktie zu investieren. Das gucken wir uns live an und deswegen merken die Teilnehmer natürlich jedes Mal, okay, also wow, es ist ja live, es funktioniert ja tatsächlich. Und im Training anschließend, das ist so, sagen wir mal, also es werden Inhalte vermittelt. Ob das jetzt 3 Stunden sind, 4 Stunden sind oder 5 Stunden sind, da würde ich mich gar nicht festlegen wollen. Der eine braucht länger und der andere weniger lang. Aber Inhalte sind dort eben, dass man das Setup einstellt, dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin direkt erkennt und loslegen kann und für sich so eine kleine, sag mal, Analyse starten kann und erkennen kann, ob es jetzt gerade ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt ist. Und dann wird eine Watchlist aufgebaut mit einigen Aktien, wo man schon mal durchscrollen kann. Wir werden uns Trendkanäle anschauen. Wir schauen uns eine Börsenampel an, eine sehr einfache Börsenampel, wo man erkennen kann, ist es eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt oder kein guter Zeitpunkt. Wir screenen die Märkte, also wir schauen wirklich, wo finden wir Aktien, die zu uns passen. Da draußen gibt es 8500 Aktien, aber die können wir nicht alle durchscrollen. Das heißt, wir filtern das Ganze so weit runter, dass uns nachher vielleicht 30, 40 Aktien angezeigt werden, die zu uns passen. Und die übernehmen wir dann in die Watchlist. So haben wir schon mal ein ganz gutes Bild von Aktien, die wir kaufen können. Ja, und dann trainieren wir, wir gehen in den Handlungsplan rein und das Allerwichtigste ist natürlich das Risikomanagement. Das ist das A und O und das vermitteln wir natürlich, wie sichere ich mich oder wie sichere ich mein Vermögen ab, sodass ich halt langfristig dann Vermögensaufbau habe und eben nicht, dass es ein Glücksspiel ist. Und das ist uns natürlich ganz, ganz wichtig. Hendrik, wenn wir jetzt uns mal so die weltpolitische Situation und Lage anschauen, in der wir sind, ich glaube, es bleibt kein Stein auf dem anderen im Moment. Ja, also egal, wo man hinguckt, irgendwie passiert hier eine ganze Menge um uns herum. Dann ist ja das Thema Money Mindset ein ganz wesentliches Thema. Du hast vorhin auch gesagt, du hast auch viel selbst so in Persönlichkeitsentwicklung, in Mindset-Themen investiert. Und ich glaube, das ist natürlich auch total wichtig, weil zumindest habe ich das mal eine Zeit lang geglaubt, dass das ganze Thema Börse ein Thema von Privilegierten ist. Ja, also von Menschen, die das Wissen haben oder die Kontakte haben, die sie damit beschäftigen und so weiter. Und man ja eh nicht da einsteigen kann. Ja, also man kann ein Girokonto eröffnen, aber die Börse ist nur was für die ganz großen Player. Ja. Hat sich aus deiner Sicht auch mit deinen Kontakten, mit euren Kunden und Teilnehmern eurer Trainings, hat sich da was verändert jetzt gerade? Also ist man offener dafür, weil man ja irgendwie auch ein Interesse haben sollte, so seine Finanzen im Griff zu haben oder auch sich abzusichern? Bevor es hier weitergeht, noch ein kurzer Hinweis für dich. Du gehörst zu den 36% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen jedes Jahr rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Persönlichkeitsmarken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist der Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing und im Vertrieb und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen.
In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also so in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie und in deinen Vertrieb zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gern mit meinem Team dabei, mit Hilfe eines Podcasts die Bekanntheit und die Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir genau darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Das Thema wird deutlich größer in Deutschland. Das merkt man schon alleine, wenn man sich bei Google Trends das Thema anschaut, also Börse, Aktien, ETFs vor allem auch. Wir haben das Problem, gerade dass die Rente für die meisten Menschen gar nicht mehr reicht. Das heißt, wir müssen privat vorsorgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man jetzt heute Kinder hat, dann stellt man sich immer die Frage, was mache ich für die Kinder? Und das Geld, und die Deutschen lieben das Sparbuch. Aber ich sage mal, das Sparbuch hat den richtigen Namen. Spar dir das Buch. Hm. Weil dieses Sparbuch funktioniert halt einfach nicht mehr. Mhm. Also früher gab es da ordentlich Zinsen. Aber wir leben in einer Zeit wahrscheinlich hoher Inflation. Wir haben hohe Inflation. Ich habe hier mal ein Beispiel. Wenn ich weiß gar nicht genau, wo die Inflation liegt, irgendwo bei 8,5% oder sowas in der Art. Die Ökonomen gehen von deutlich zweistelligen Inflationsraten aus. Absolut, ja. Wenn wir jetzt nur 7,2% mal annehmen würden, die nächsten Jahre, und ich glaube, dass wir vor einer Zeit stehen, höhere Inflation, ob das jetzt 7 sind oder 5 sind oder 9 sind, keine Ahnung. Mhm. Aber dann bedeutet das nichts anderes, dass du alle 10 Jahre dein Geld halbierst, wenn du nichts tust. Bei 7,2% halbierst du praktisch das Geld alle 10 Jahre. Und was das mit dem Lebensstandard macht, das muss man sich immer überlegen. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, ich muss alle 10 Jahre mein Vermögen, mein Geld verdoppeln, damit ich meinen Lebensstandard halte. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Und den Satz darf man vielleicht auch nochmal wiederholen. Ja. Ich muss mein Vermögen verdoppeln alle 10 Jahre, damit ich meinen Lebensstandard nur halte. Und das ist vielen eben nicht bewusst. Und da muss ich mir halt jetzt überlegen, was kann ich tun in Zeiten hoher Inflation? Und da kommt man an der Börse nicht vorbei, meines Erachtens. Jetzt gibt es natürlich auch so ein ambivalentes Gefühl in mir, was dann sagt, naja, Börse ist gleich Spekulation. Ja, wie kann das sicher für meine Rente sein? Ja, absolut. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe auch so einen Bericht gesehen, da hat jemand seine gesamte Altersvorsorge auf Wirecard ausgelegt. Die war dann weg, die Altersvorsorge. Und das ist das, was ich sage. Man braucht nicht wahnsinnig viel Wissen an der Börse. Aber man sollte sich ein bisschen Grundlagenwissen reinholen, dann ist die Börse genauso wie beim Autofahren wenig gefährlich, weil man sichert sich ja ab. Man hat ja Absicherungen. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten von Absicherung, die man dort einsetzen kann. Genau. Aber was du schon sagst, ist natürlich richtig. Das Thema Money Mindset ist für mich Grundvoraussetzung, um überhaupt erfolgreich an der Börse handeln zu können. Denn wenn man sich sagt, Geld macht nicht glücklich oder Geld verdirbt den Charakter, gleichzeitig aber für Geld zu einem Arbeitgeber zu laufen, finde ich immer hochspannend. es ist für mich schwierig nachvollziehbar. Und wenn ich dann auch noch überlege, dass man dieses Mindset, dieses, ich sag mal, negative Money-Mindset, wenn ich mir überlege, ich würde das meinen Kindern weitergeben, welchen Effekt hätte das denn auf meine Kinder? Wahrscheinlich zumindest in Bezug auf Geld jetzt keinen positiven. Denn am Ende muss man ja immer sagen, ja, 80% der Scheidungen haben übrigens mit zu wenig Geld zu tun. Ja, das ist statistisch halt auch so. Den Lebensstandard, den man pflegt, der hat sehr, sehr viel mit Geld zu tun. Ne? Geld bestimmt ja, wo ich wohne, wie ich Urlaub mache, wie oft ich Urlaub mache. Geld bestimmt so viel in unserem Leben. Geld hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit. Da sage ich immer, oder viele fragen mich, warum? Geld macht doch nicht gesund. Naja, aber wenn ich jetzt, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber wenn ich jetzt unendlich viel Geld hätte, dann würde ich mir einen 3-Sterne-Koch hier einstellen. Der würde jeden Tag die beste Qualität an Essen
für unsere Familie zubereiten und für uns kochen. Das hätte aber einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit, wenn ich jeden Tag die besten Zutaten verkonsumiere. Ja, nimm allein die Krankheitsversorgung. Also ich glaube, solange man nicht in Bhutan lebt, dem Land des Glücks, des Bruttoinlandsglücks, darf man sich vergegenwärtigen, und da ist auch völlig egal, ob das ein kapitalistischer Staat ist oder ein kommunistischer oder was auch immer wir noch an Staatsformen zur Auswahl haben, dass Geld einfach der Rohstoff für diese Maschine ist. Und wenn wir verstanden haben, dass wir zwei Möglichkeiten haben, um es mal ein bisschen zu reduzieren, wir können uns dem ganzen System versuchen zu entziehen, das nennt man dann Landflucht nach Bhutan. Oder aber wir verstehen das System oder das Spiel auch zu spielen, um es mal so ein bisschen metaphorisch zu bringen, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und dann ist Geld auch, wie du gerade am Beispiel genannt hast, oder nimm Supplements oder irgendwelche Dinge, die du gar nicht... Krankheitsvorsorge, Arztauswahl, Therapieformen, das kostet alles Geld. Ja. Also der Lebensstandard ist einfach ein ganz anderer. Dann müssen wir uns, das ist einfach, wäre ja schön, auch wenn man das in diesen Bildungsprozess integriert, dass wir in der Schule vielleicht schon ein paar mehr Sachen lernen, als nur zum Weltspartag das Sparschwein in die Sparkasse zu tragen. Das, mir fällt gerade ein, das haben wir nicht abgesprochen, kannst ja auch noch überlegen, aber wir sollten in der Markenrebell-Community vielleicht mal deinen Workshop machen. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Ja, sehr gerne. Absolut. Ja, können wir gerne machen. Das müssen wir unbedingt machen, weil dann können wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr aufdecken. Was ich jetzt sehr spannend finde, ist so auch eure Positionierung. Ich schaue mir immer auch das Thema Branding und Company an und so weiter. Erstmal eine sehr coole Website. Wir verlinken die auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr das zusammen machen wollt? Es ist ja jetzt nicht so normal, weiß ich, mit meiner Frau, das entwickelt sich dann hin. Ist wunderbar, wenn man dann so schöpferisch gemeinsam etwas aufbauen kann. Aber das Interesse bei deiner Frau war genauso wie bei dir? Anfangs ist das natürlich nicht der Fall gewesen, Ich sag mal, es war ja nie so, dass wir eine Familienbörse gründen wollten und Unternehmen gründen wollten. Am Anfang stand da irgendwie 2009 ein Chemiekonzern mit Mitarbeiteraktien. Das war so der Start im Grunde in das Thema überhaupt rein. Und dann ist ja so der Weg das Ziel. Ja? Da hat sich vieles ergeben, und natürlich habe ich meiner Frau damals noch nicht, aber damals noch Freundin, aber habe da natürlich viele Dinge einfach mitgegeben. Und wenn sie immer wieder davon hört, von solchen Themen, dann fixt es natürlich irgendwann den Partner an. Und meine Frau hat sich glücklicherweise auch dafür interessiert, hat das Thema auch ganz gut verstanden und war auch offen dafür. Und das war ganz wichtig, weil ganz grundsätzlich sage ich, Altersarmut in Deutschland ist sogar eher ein Frauenthema, statistisch. Und deswegen finde ich es noch viel wichtiger, dass sich Frauen selber mit dem Thema auseinandersetzen, was wichtig wäre. Viele geben es aber an den Partner ab, das ist zumindest oft so. Aber es werden halt leider auch viele Ehen geschieden. Und wenn man dann auseinandergeht und nur der eine Partner das eben gemacht hat, der andere nicht, egal ob das jetzt die Frau oder der Mann ist, ich kenne auch Familien, wo es die Frau macht und der Mann dann eben nicht, dann führt es aber in irgendeiner Art und Weise zu irgendeinem Problem bei einem der beiden. Und als Familie selber finde ich es hochspannend und vorteilhaft, wenn sich beide mit dieser Thematik auseinandersetzen. Es gibt dann auch kein Konfliktpotenzial. Meine Frau weiß, was ich tue, ich weiß, was sie tut. Und das führt eben, wie gesagt, wenig zu Konflikten. Da sprichst du aber ein ganz wichtiges Thema an. Ich mache mit meiner Frau Katharina den Mindshift-Podcast vom Umtausch ausgeschlossen. Da geht es genau immer wieder auch um Geldthemen und auch immer wieder um Themen, wie kann man einer Benachteiligung eines Partners, in der Regel leider Frauen, die dann aus der Mutterschaft nach vielen Jahren Kindererziehung wieder ins Berufsleben kommen sollen, oder das Thema Altersarmut ein riesengroßes Thema ist. Also das ist ein großer Schmerzpunkt in der Gesellschaft, glaube ich, in der wir leben. Also wo dann auch von staatlicher Seite nicht so wirklich viel angeboten wird oder sogar die Benachteiligung so nach Thema Renten, Anwirtschaften und so weiter
ein Thema ist. Also das finde ich total wichtig. Also auch dieser Fokus auf Familie finde ich sehr stark. Ja. Ja, ja, das ist war uns auch wichtig, ja. Weil ich glaube, in einer Beziehung ist es immer gut, wenn beide Seiten zumindest mal das jeweilige Thema oder vom jeweiligen Thema wissen, ja. Und den Weg dann auch mitgehen. Ja, das ist immer ganz Grundvoraussetzung für Erfolg auch. Ja. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Keiner weiß, wie lange der noch geht, ja, und was der noch an Ressourcen verschlingt und was der noch auf der ganzen Welt bewirkt. Ja, Thema Hunger und noch viele andere Themen. Wie siehst du die Zukunft? Wir werden ja in den Talkshows immer wieder konfrontiert mit unserem Wohlstand. Ja, also wir jammern ja im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt auf hohem Niveau. Aber wo wird sich unser Wohlstand hin entwickeln und was sind so deine Tipps? Also erst einmal stehen wir, wie du schon gesagt hast, vor sehr herausfordernden Zeiten. Also wir haben den Krieg und keiner weiß, wie lange der geht und wie schmerzhaft er noch wird. Das ist schon mal ein großes Thema. Dann haben wir eine Rezession, die vermutlich kaum zu vermeiden ist in Europa. Und wie auch immer die einschlägt. Ja, wir haben das Thema Corona gerade hinter uns, oder mehr oder weniger. Da haben schon viele Menschen entweder den Arbeitsplatz verloren, sind in Kurzarbeit gegangen. Das ist schmerzhaft. Dann haben wir einen schwachen Euro, der die Inflation weiter treibt. Wir haben eine hohe Inflation, das drückt natürlich das Kaufverhalten und überhaupt den Lebensstandard von der Gesellschaft, von den Menschen. Wir haben eine Rente, die vorne und hinten nicht mehr ausreicht. Wir haben, ja, ich glaube, wie soll man das besten ausdrücken? Ich glaube, es ist sehr, sehr herausfordernd, die Zeit. Und wenn man da nicht selber aktiv wird, und das ist ein absoluter Tipp, selber aktiv werden, gerade im Bereich der Finanzen, und zwar den Vermögensaufbau, die eigene Hand zu nehmen, sich selber die Frage zu stellen, was kann sinnvoll sein? Und wenn ich das nicht weiß, sich entweder Wissen aneignen über Coachings oder auch über Bücher, es kann ja, beides möglich sein. Ja. Aber das Geld nicht an Dritte abgeben, ist für mich ganz, ganz wichtig. Denn wenn man zur Bank geht, und ich habe da viel erlebt, also da gibt es Fonds, die verkauft werden mit gar keiner Rendite oder Minusrenditen. Wenn die Bank jetzt für dich praktisch 10.000 Euro anlegt, dann zahlst du halt mal eben 5% Ausgabeaufschlag. 5% Ausgabeaufschlag. Jedes Mal, bei jeder Ausführung in der Regel. Und der Fonds selber kostet dich vielleicht auch nochmal 1,5 bis 2, 2,5, 3% pro Jahr, die du nochmal von der Rendite abrechnen kannst. Da bleibt ja am Ende eben nicht sehr viel. Und deswegen ist es so wahnsinnig sinnvoll, sich selber mit dem Thema zu beschäftigen, weil dann kann man viel mehr erreichen. Ja, das ist wahr. Vor allen Dingen dank Menschen wie euch, die ihr ja befähigt, ja, kann ich das Management selbst übernehmen. Also dieses Geld nicht an Dritte abgeben, finde ich einen sehr schönen Reminder. Das hat für mich auch sehr viel mit Verantwortung zu tun. Ja, also ich konnte mich natürlich in den letzten Jahrzehnten irgendwie darauf verlassen, dass meine Rente in irgendeiner Form finanziert wird. Ich habe nächste Woche ein ganz spannendes Gespräch mit Professor Dr. Drüyen zu dem ganzen Thema, die Startups, die jungen Unternehmer heute können sich eigentlich die alten nicht mehr leisten. Ja? Mhm. Also was sind die neuen Modelle? Also wir müssen genau über solche Themen wie Börse nachdenken. Ja? Ja. Dieser Workshop ist fest eingeplant, lieber Hendrik. Ja. Also wen das interessiert, wir packen das alles in die Shownotes, machen das bei uns in unserer neuen Telegram-Gruppe mit Hendrik live, vielleicht auch mit euch beiden, wäre ja cool. Müssen wir uns eine gute Zeit überlegen, wo die Kinder dann alle im Kindergarten sind. Genau. Da seid ihr in derselben Situation wie wir. Lieber Hendrik, ich würde dir gerne noch so ein paar Personal Insights Fragen stellen. Das ist unsere Fragerunde, so gegen Ende der Podcast-Folge. Und würde dich bitten, einfach so schnell wie möglich oder so kurz wie möglich zu antworten. Dann schaffen wir möglichst viele Fragen. Sehr gerne. Was ist dein bester oder wichtigster Tipp, um Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren? Oh Gott, ich soll schnell antworten. Um Familie und Hendrik Beruf kennt diese Fragen nicht, deswegen. Genau.
Sei ihm der ein oder andere Moment des Sammelns gegönnt. Tatsächlich. Also um Familie und Beruf zu vereinbaren, erstmal sich überhaupt mit den Themen auseinandersetzen. Hm. Weil wenn man jetzt, das ist immer auch die Frage von wo komme ich, ne? Habe ich jetzt gerade das erste Mal ein Kind, also bekomme ich das erste Mal ein Kind, ja. Ist das was ganz anderes, als wenn ich das zweite bekomme, weil man die Erfahrung ja schon hat. Ja. Na, also man weiß, was da auf einen zukommt. Ja. Man kennt das Thema schlaflose Nächte und so weiter. Deswegen, ja, man unterschätzt das auch nicht. Genau, am Anfang habe ich auch gedacht, ist vielleicht gar nicht so schwierig. Und dann kommen aber Herausforderungen, die man, auf die man sich vielleicht gar nicht einstellen kann, ja, ja. Aber die zu gehen sind. Ja. Also schwer, je nachdem, in dem, von wo man kommt. Wie organisiert ihr euch da? Also habt ihr ganz klare Aufgabenbereiche, dass dem einen klar ist, okay, er oder sie kümmert sich drum? Ja, wir haben natürlich auch Routinen. Ja. Also erst einmal machen wir abends immer Affirmationen mit unseren Kindern. Also total gut, also positive Affirmationen. Mhm. Super, cool. Natürlich mit dem Dreijährigen. Dann haben wir die Routine, dass unser Dreijähriger, wenn man das nochmal auf das Geld bezieht, immer jeden 5-Euro-Schein bei uns aus dem Portemonnaie nehmen darf. Der wird nämlich später für ihn investiert. Und so kriegt er schon das Money-Mindset in den Kopf. Mhm. Er weiß, okay, Geld scheint wichtig zu sein. Und wenn ich jetzt beim Bäcker stehe und mir ein Brötchen kaufe und ich habe einen 5-Euro-Schein und einen 10-Euro-Schein im Portemonnaie, na, was nehme ich denn dann fürs Brötchen? Natürlich nehme ich den 10-Euro-Schein, weil ich kriege noch einen 5-Euro-Schein wieder. Das heißt, es gibt wieder einen 5-Euro-Schein, den ich investieren kann. Ja. Und das macht was mit einer Familie. Dieses Money-Mindset überträgt sich auf die Kinder und den Partner. Und das ist cool. Absolut. Ja, ein cooler geil. Tipp. Ich freue mich auf den Workshop mit dir. Ja. Das ist gut. Was würde uns an dir überraschen? Hast du irgendeine besondere Eigenart oder einen Spleen, den noch keiner kennt und den du hier unbedingt im Podcast öffentlich machen willst? Ja, gerne. Ich bin hochsensibel. Ja? Ja, also tatsächlich haben wir das festgestellt, als wir haben es bei unserem Großen gemerkt. Also bei ihm war es eben auch so. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, das habe ich auch. Also dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Also ist jetzt eine Gabe, würde ich mal sagen, es ist jetzt weder positiv noch negativ. Man hat ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Wenn man das aber kennt, kann man sich natürlich auf die Vorteile konzentrieren und weiß, wie man damit umgehen muss. Und das auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag sofort anfange zu weinen. Ganz im Gegenteil. Das hat mit hoher Sensibilität nichts zu tun. Aber sehr spannendes Thema, ja. Ja, sehr spannend. Fühliger würde ich eher sagen. Ja, also, empathisch, absolut. Genau. Kann sich sehr, sehr, oder man kann sehr schnell Situationen erkennen, die passieren werden. Also, das ist sehr, sehr spannend. Ja. Man sieht auch andere Dinge, die. Ja. Anderen Menschen wieder verborgen bleiben, ne? Also über die wir vielleicht so hinweggehen, aber da hast du einfach ein paar mehr Antennen draußen. Genau, ja. Gut, genau das ist auch der Nachteil, weil die Antennen halt immer gespitzt sind. Online sind. Immer online sind und das, belastet natürlich auch, klar. Na klar, ja. Danke für die Offenheit und fürs Teilen. Also Gerne. Jetzt muss ich mich kurz sortieren hier in meiner riesen Fragenliste, damit wir noch ein paar schaffen. Wofür bist du dankbar? Was ist so das, woran du sofort denkst, wenn du an Dankbarkeit denkst? Erstmal natürlich, ich bin natürlich dankbar, dass ich die beiden tollen Kinder haben darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Das sind ja auch immer so Zufälle im Leben. Wo man sagt, okay, das war, also danke sozusagen, ja, dass das passiert ist. Klar, ich bin dankbar für alle Menschen, die ich treffen durfte, auch auf der Reise, die wir so gegangen sind. Denn wir haben da natürlich auch immer wieder neue Möglichkeiten festgestellt, die wir nutzen können. Mhm. Und für den Lebensweg bin ich absolut dankbar, ja. Schön. Stell dir vor, Hendrik, wir setzen dich auf einer Insel oder nee, auf einem Planeten Erde aus. Was du dabei hast, ist ein Laptop, 1.000 Euro, dein ganzes Wissen, aber du kennst dort niemanden. Wie würdest du anfangen, dir wieder so ein Börsenbusiness aufzubauen? Also ich bin nicht alleine da. Nee.
Okay. Es sind auch andere da, aber die kennst du halt nicht. Also genau, ja. Das Börsenbusiness selber, das ist das Tolle dabei, wir können von überall auf der Welt das Business betreiben. Das ist echt cool, muss man sagen. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Das ist ortsunabhängig. Ich würde einfach mit den Leuten sprechen. Ich würde versuchen, vielleicht einen Workshop mal zu machen. Ich würde versuchen, natürlich die Menschen davon zu überzeugen, weil ich möchte ja gar nichts verkaufen. Ich möchte einfach nur aufklären. Mhm. Ja, ich möchte aufklären, dass Menschen eben ihre Finanzen selber in die Hand nehmen. Mhm. Und das ist, damit kann man eine Gesellschaft natürlich besser machen. Und ich glaube, wenn uns das gelingen könnte, dass ein Stück weit die Altersarmut ein bisschen zurückgeht, dass wir später ein bisschen mehr haben, dass wir später, wenn wir mehr haben, aber auch mehr geben können in die Gesellschaft, zurückgeben können, dass wir soziale Projekte vorantreiben können, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Mhm. Ja, mir wird immer mehr die Tragweite klar. Ja, da werden wir uns im Anschluss nochmal unterhalten. Ich habe noch eine Idee. gibt es ein Buch, was du uns empfehlen kannst? Wo würdest du sagen, das darf jeder lesen, der sich mit dem Thema Börse oder Handeln beschäftigt? Ja, es gibt viele Bücher, aber ich würde immer Rich Dad Poor Dad oder Ein Hund namens Money. Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer und Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Die beiden würde ich immer empfehlen. Sehr cool. Was ist dein wichtigstes Produktivitätstool? Also so softwaremäßig, App, Handy. Also ich nutze immer eine webbasierte Software, die jeder nutzen kann. Die nennt sich TradingView. Ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber das ist eine unfassbar coole Möglichkeit, um eben das, was wir tun, zu analysieren, zu betreiben. Also das ist praktisch unser täglich Brot. Mhm. Ne? Genau. Also ist es hört sich jetzt der Name hört sich kompliziert. Ist das, was du morgens anguckst? Bitte? Ist das, was du morgens als erstes anschaust? Ja. Den ganzen Tag. Das mache ich aber auch hobbymäßig den ganzen Tag. Es ist nicht zu empfehlen. Also wir geben ja auch immer unseren Kunden die Strategie mit. Bitte, die meisten haben auch keine Zeit. Viele sind Unternehmer und wollen selber das Thema lernen. Ja. Und der Zeitaufwand sind, ich sag mal, 15 Minuten pro Woche. Also 15 Minuten pro Woche sollte man sich Zeit nehmen für das Thema Börse. Das reicht aber auch. Das reicht auch. Wenn man will, kann man es natürlich jeden Tag, jede Minute machen. Aber das wollen ja die wenigsten. Und das ist auch absolut okay. Aber mit 15 Minuten pro Woche, absolut. Jetzt sehen wir beide uns ja jetzt hier. Also man kann das Video dann auch bei uns in der Telegram-Gruppe offiziell anschauen. Muss ich mir das bei dir so vorstellen mit diesen ganzen vielen Monitoren? Wo die Charts dann laufen und so die ganzen Ticker? Nee, überhaupt nicht. Also es gibt, ich habe nur zwei Monitore. Es liegt aber nicht daran, dass ich viele Kurse verfolge, sondern das ist einfach angenehmer auf zwei Monitoren, weil man natürlich mal ein Bild da hat, ein Bild da hat. Mhm. Aber wie gesagt, 15 Minuten pro Woche und das kann ich auf dem Handy verfolgen. Mhm. Da brauche ich keinen Monitor dafür. Ja. Und viele glauben immer, ich sitze vor sieben Monitoren und beobachte permanent die Kurse. Das ist nicht der Fall. Ich bin abgesichert nach unten hin. Mir kann nichts passieren. Ich muss nicht viel machen. Aus hobbytechnischen Gründen mache ich das zwar manchmal, aber das sind dann andere Gründe. Genau. Wir müssen diesen Workshop machen. Hey. Das ist sehr spannend. Lustigerweise, als ich so, keine Ahnung, 10 Jahre alt war oder so, in diesem Zeitraum ungefähr, wollten ja alle irgendwie so Astronaut und Feuerwehrmann und ich wollte immer an die Börse. Echt? Ich fand diese Monitore beeindruckend, diese Charts, diese wilden Zahlen, dieses hektische Treiben, diese, wie soll ich sagen, das hat mich einfach fasziniert. Gar nicht der Gedanke dahinter zu investieren, sondern einfach diese ganz vielen Knöpfe drücken zu wollen. Ja, das war so mein Thema. Ja, und cool, dann zeige ich dir später nochmal was, ja. Ja, cool. Hendrik, drei Empfehlungen für diesen Podcast. Wen hast du bei dir im Netzwerk, den wir hier unbedingt in den Podcast einladen müssen? Gibt es da Leute, wo du sagst, hey? Ich bin am Überlegen. Es gibt natürlich einen krassen
also krassen Unternehmer aus meiner Sicht. Aber er ist, ich meine, so um die 80 Jahre alt. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihn gewinnen kann dafür. Ich könnte dir im Anschluss noch mal gerne den Namen mitteilen. Ansonsten, Sven Lorenz, bin mir nicht sicher, war der schon da? Ja, der Sven war schon bei uns. Ah, okay, super. Florian Fischer, weiß ich, war da. Den würde ich auf jeden Fall immer wieder reinnehmen. Ist natürlich auch mein Steuerberater. Danke, super. Florian, übrigens an dieser Stelle für die Brücke. Ne? Er hat uns beide hier connected. Vielen Dank. Ansonsten finde ich den Jens Wilke einen sehr spannenden Unternehmer. Jens Wilke ist, der macht das Stoffwechselinstitut, ist im Bereich Gesundheit, also wirklich ein High Performer. Den könnte man sicherlich auch nochmal einmal kontaktieren. Cool. Das waren ja schon vier. Wahnsinn. Ja, die anderen waren ja schon da. Hendrik, es hat mir richtig Spaß gemacht und vor allen Dingen Lust auf deinen Workshop. Also wie kann man sich absichern in diesem Börsensumpf, ja, vor dem ich ja auch einen Heidenrespekt habe. Wir werden es organisieren, dass wir das bei uns in der Community veranstalten und das Ganze mit dir zusammen machen. Ich würde dir die letzte Frage und damit das Schlusswort für diesen Podcast überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Kinderarmut bekämpfen. Ja, das ist für mich ein großes Bestreben. Ich hochsensibel, ne? Das ist immer so ein Thema. Kinder und Ungerechtheit in dieser Welt, gerade in Bezug auf Kinder, kann ich nicht wirklich ab. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Baustellen auch. Da muss was getan werden.